So, Ron. Was glaubst du, sieht Dean in ihr? Ginny meine ich. Ich weiß nicht, sie hat eine schöne Haut. Schöne Haut? Hermine hat schöne Haut. Hey, Harry! Ich muss, Ja, ich auch. Könntest du mir ein paar Süßigkeiten vom Honigtopf mitbringen? Ich muss noch 2 Aufsätze schreiben und eine Schrumpflösung machen. Ich habe leider keine Zeit. Ich mach die Schrumpflösung für dich. Dann kannst du mit nach Hogsmeade kommen. Seit wann beschäftigst du dich denn freiwillig mit Zaubertränken? Das ist gar kein Problem. Ein paar Schüler haben mit Slughorn in den Kräuterkunde-Gewächshäusern einen Zaubertrankclub gegründet. Dort kann ich den Trank brauen. Okay, danke. Ich komme dann später wieder hierher. Harry? Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tonichtgut bin. Geil, wenn du ein Gebiet ganz hinten... Unheil angerichtet. Okay, muss ich verstehen. Hey Nick, ich muss unbedingt den Zaubertrankclub finden. Wenn mich nicht alles täuscht, treffen sich die Mitglieder immer in den Kräuterkunde-Gewächshäusern. Komm mal herein. Nee, toter Durchgang. Also, überhaupt kein Durchgang. Ein paar Ruinen übrig gelassen, damit er ein bisschen Probe zaubern kann. Okay, da kann man es rausbrechen. Braucht wieder einen Stein oder so ähnliches. Also, achso, falls ihr euch fragt, warum das so komisch ist. Also, ich muss ja mit links, rechts das Wingardium Leviosa anfangen. Wenn ich aber einmal zu viel nach rechts dann mache, werfe ich das Ding schon. Lustigerweise fange ich es in einem gewissen Prozess der Fälle wieder auf, mit Wingardium. Hab's gleich an der Backe. Das Weitere, ich kann halt nur in der Ebene das machen, also Quatsch. Die Richtung, wo ich gucke, auf ungefähr meiner Höhe, so vielleicht besser. Und dann muss ich halt in die andere Höhe so ein bisschen gucken. Das ist verwirrend irgendwie. Nicht sehr intuitiv. Das muss auch keiner verstehen, warum. Leute, macht einfach Fadenkreuz. Wenn das jetzt eh schon so Shooter-artige Züge nimmt, warum nicht? Steins gekillt. Ach komm, scheiß drauf. Komm, Nick. Lächelt, genau. Punkteboost für irgendeinen Club, den ich nicht lesen konnte. Was wir das kaputt machen? Kann ich es in der Luft schon reparieren? Cool, schieß weg und reparier es gleichzeitig. Harry, du bist echt ein Meister. Das ist natürlich sinnlos, warum kann ich nicht gleich reparieren? So, wo geht's denn hin? Kräuterkunde. Vielen Dank, Nick. Das finde ich schon den Weg auf mich selber. Ah, da ist noch ein Schild. Guck euch hin, weil dieser Weg unpassierbar ist. Ich darf natürlich nicht. Und sind auch eins dieser Wappen. Ich darf natürlich nicht. Die alle drehen, das ist das Problem. Das ist auch sehr ähnlich wie im. Ach, das ist wieder. Das finde ich sehr interessant, dass sie wirklich das übernommen haben. Die andere Mechanik nicht. Witzig. Oh, die Gewächshäuser. Alter, die. Was war's? Reporter 4. Pearl-Kelch. Oh. Wir sind da. Hallo. So. Ist das der Zaubertrankclub? Ja, möchtest du bei uns mitmachen? Ich habe gehört, dass du dieses Jahr ganz großartig in Zaubertränke bist. Danke.
Aber ich wollte eigentlich nur schnell eine Schrumpflösung brauen. Ich bin noch mit jemandem verabredet. Tut mir leid, aber wenn du unser Material benutzen willst, musst du schon Mitglied des Zaubertrankclubs werden. Du musst lediglich dort drüben am schwarzen Brett die Einstiegsherausforderung wählen. Okay, danke. Und du, fleischfressende Pflanze? Bist da okay mit. Stimmbandtrank. Schrumpflösung, Krebsschärfentrank, Trankzeichnung. Letzte habe ich auch schon gemacht. Wenn du den Rekord für das Brauen des Stimmbandtranks überbietest, wirst du in den Zaubertrankclub aufgenommen. Ja, ich werde immer schlechter, genau. Der Stimmbandtrank ist einer meiner Lieblingstränke. Manche Leute verwenden ihn nur, um andere hereinzulegen. Welch eine Verschwendung. Und kochen. Rot. Rot, Hammer. Auf grün. Hammer. So. Honigwasser. Achtung! Gut, jetzt war wieder ein bisschen drüber. Wir können ja wenigstens schon mal bitte orange springen. Schon orange springen, hab ich gesagt. Schon auf orange springen. Minzzweige. Oh, nee. Shit, da würde ich wahrscheinlich schon mal rein. Grün. Okay. Ich werde sagen, das Zeug. So, nochmal. So. Dunstete Alraune. Viel ruhiger als die lebendige Version. Okay. Nieswurzsirup. Echt, dass ich mal dazu erzählt. Türkis. Ja, das hab ich versaut, das ist ziemlich wurscht, deswegen wusste ich das. Ja, okay. Ist okay, 3 Sterne. Besser als nix. Haarscharf, ja, das war knapp. Juhu, ich bin Mitglied. Wow, du bist wirklich gut. Solch einen guten Stimmbandtrank hat noch keiner gebraut. Du bist knapp. Herzlich eingeladen, dem Zaubertrankclub beizutreten. Danke. Kann ich dann jetzt meine Schrumpflösung brauen? Ich hab's nämlich eilig. Gedünstete Florfliegen. Ah, okay. Oh Gott, gehört zu. So, also jetzt ein brudelnden Trank. Okay, jetzt müssen wir dran denken, das war jetzt was Neues. Bin ich mal gespannt, ob ich dran denke, innerhalb des Brauns. Rattenmilz. Okay, das... Warum habe ich diesen letzten Trank töten schon am Anfang brauen können und war das jetzt Crab schon sollte mal einen Schluck davon nehmen. Okay. So. Achso, ich muss genau drüber halten. 1, 2, 3. Alter. Ehre. Das ist scheiße. Ich habe so irgendwie traditionell gar nicht drauf. Ich bin mal ein Schatten. Der Schatten. Keine Sorge, versuch's einfach nochmal. Okay, das ist. Da du den nicht immer siehst, ich sollte mal einen Schluck davon nehmen. Ist das irgendwie gar nicht so einfach? Das ist. 2, 3, 4. Okay, rot.
Rumpelfeige. Straßen. Okay. Gelb. Türkis. Ja. Okay, Ratten. Ah, jetzt habe ich einen Schatten gesehen. Okay. Ich glaube kaum, dass ich dafür einen ohnegleichen bekomme. Vorsicht! Sollst du ja auch nicht. Ja, das hat diesmal jetzt nicht gezählt. Okay. Nochmal. Hä? Vorsicht! Ach, weiß nicht mehr, weil keine Blasen da sind. Oh ne, muss ich den Scheiß nochmal machen. Tja, das ist eine interessante Farbe. Versuch's doch einfach nochmal. Oh, okay, es nervt mich jetzt. Ich sollte mal einen Schluck davon nehmen. Gemacht. Ich habe geschüttelt, bis Blasen kommen. Kann nicht sein! Okay, diesen Trank schütteln, bis Blasen kommen. Und dann gelb. Türkis. Ne, nicht hier. Zutaten. Selbe Zutaten. Ratten, was Herzen, Nummer. So, grün. Ekel. Das wieder schütteln, das hatte ich ja vorhin schon das Problem. Das ist richtig schön gerodelt, ich sehe es gerade nicht. Bitte eben. Bitte vor meine Nase. Brodel, brodel, brodel. Okay. Pink. Okay, dann nochmal ein Wurm. Boah. Dann grün. Okay, das war irgendwie schwerer, als ich erst dachte. Ich weiß nicht, ob ich das dann rausschneiden sollte, jeweils einzeln, diese Sachen. Ich habe kein Achievement gekriegt, also diese komischen Anzeigen. Die Maus ist ja auch ganz schön. Ich bin sehr gespannt darauf, wie du dich in den anderen Herausforderungen schlägst. Komm wieder und versuch sie. Das ist toll. Ich komme bestimmt mal wieder. Aber jetzt muss ich zurück zum Quidditch-Feld. Ginny Weasley wartet dort auf mich. Schon gut. Komm, wann immer du Lust hast. So, hier ist noch. Hab ich mir doch gedacht. Das läuft wie ein verliebter Idiot mit dem der Schrumpflösung entlang. Na gut, gucken wir mal. Nick, sind Sie da? Ich muss Ginny Weasley diesen Zaubertrank bringen. Wenn mich nicht alles täuscht, war Miss Weasley auf dem Weg zum Quidditch-Feld. Das weiß er also. Aha, warum weißt du das? Wissen Sie das? Theater, Nick. Oh, also. Da war die Kontrolle irgendwie in der. Fünften, bitte besser.
erzählt jetzt, ja. So, wo ist er hin? Da, ja. Das war der Eingang, genau. Ach so, stimmt. Das müsste Vater! Da... Nicht jetzt, Crab. Ich bin verabredet. Tja, dann wirst du wohl zu spät kommen. Super! Ist das zugelassen mit überhaupt? Ich hab's doch nicht. So, ich kann nichts sagen, das ist schon schon weg. Achso, ah, okay, das ist schon mal ausreichend. Okay, hab ich vergessen, ja. Dann zahl ich dir heim! Jetzt kannst du auch mal in die Opferrolle schlüpfen, Crab. Das zahl ich dir heim. Das war toll, Harry. Oder auch Zeit, dass Crab und Goyle mal eine Lehre erteilt wird. Hey, hast du nicht Lust, uns zu helfen? Ich bin der Kapitän des Hufflepuff-Duellierclubs und möchte den Schülern helfen, ihre Abwehrfähigkeiten zu verbessern. Also gut. Aber ich habe nicht viel Zeit. Okay, Leute. Harry hat sich bereit erklärt, uns Protego zu zeigen. Und der Junior-Champion unseres Duellierclubs ist so tapfer, sich ihm zu stellen. Okay, Harry, dann leg mal los. Protego wirken mit Rechtsklick. Stupor! Okay. Ah, okay, das gibt sogar spiegelartig. Könntest du uns auch beibringen, wie man Zauber auflädt? Das wäre super, Harry. Stupor! Das konnte der schon. Vor dem das jetzt. Der Crap. Okay, ist aber intuitiv. Lange Teil. Danke, Harry. Wenn du mal wieder Lust auf ein Duell hast, brauchst du dich nur auf dem schwarzen Brett dort drüben einzutragen. Das auch super einfach zu erreichen ist. Und zu finden ist. Außer die Hufflepuffs hier. Okay, warte, was wollte ich machen? Ich wollte, genau, zu Ginny zurück. Und das müsste hier eigentlich sein. Vielleicht sogar dort. Eine kleine Schrumpflösung. Hi, Ginny. Ich habe die Schrumpflösung für dich gemacht. Danke, Harry. Das ist echt klasse. Du glaubst gar nicht, was mir auf dem Weg hierhin alles zugestoßen ist. Aber jetzt bin ich ja da. Sollen wir dann nach Hogsmeade gehen? Tut mir leid, Harry. Aber ich habe Dean versprochen, mit ihm zu gehen. Er war nicht gerade begeistert, als er hörte, dass er ohne mich gehen muss. Aber jetzt kann ich ja doch. Ja, Dean. Natürlich. Geh ruhig mit ihm. Ich werde mit Hermine gehen. Bis später, Harry. Ja, bis später. Die Musik. Was war das für ein Trank, den du Ginny gegeben hast? Doch nicht schon wieder etwas aus diesem Buch, oder? Du weißt doch noch nicht einmal, wer dieser Halbblutprinz überhaupt ist. Lass uns nach Hogsmeade gehen. Jetzt kommt sie sofort mit. Ginny. Es ist nur... Ich glaube langsam... Warum lag doch kein Schnee und ist hier Schnee? Zwielichtig. Ist das nicht Katie Bell? Das hat nichts mit dir zu tun. Katie! Katie! Hey, cool, was ist dieses Halsband? Es muss verflucht sein. Malfoy wusste von diesem Halsband. Es war ausgestellt bei Borgin & Burks. Aber Katie hat es im Mädchenklo bekommen. Wie sollte Draco da reingekommen sein? Viel Glück heute, Ron. Ich weiß, du wirst spitze sein. Nach heute gebe ich meinen Posten auf. Soll McLaggen-Hüter werden. Na schön. Saft? Du siehst furchtbar aus, Ron. Hast du deshalb was in seinen Saft gemischt? Ich weiß nicht, wovon du redest. Glück. Komm schon, Harry. Wir haben ein Spiel zu gewinnen. Dafür könnte man dich von der Schule werfen. Flüssiges Glück. So, was machst du mal? Warten wir hier ein bisschen. Die Lappen sammeln. So, Gryffindor liegt vorn. Okay, also Quidditch. Man muss also Spiele machen wieder. Okay.
Ich habe jetzt kein Training gemacht. Ist das jetzt negativ? Na komm, ich zeig mal den Weg. Wo stecken Sie, Nick? Ah, Harry, viel Glück heute. Ich gehe doch stark davon aus, dass ihr die Quidditch-Meisterschaft mit einem Sieg einleiten werdet, ja? Aber ich rede zu viel. Du solltest jetzt besser zum Quidditch-Feld gehen. Schneidiger Cadogan. Ach, ich wünschte, Sir Cadogan würde mal auf ein Pläuschen bei mir vorbeischauen. Sieh mal einer an, Potty Potter und der Wieselkönig. Ihr werdet heute verlieren. Die Slytherins sind die Größten. Überlass das mir. Ich mach das mit links. Und jetzt zu dir, Potter. Mal sehen, wie gut du noch Quidditch spielst, nachdem ich dich mit Stupor verflucht habe. Von den Kämpfen. Tut mir leid, Harry. Ja, okay, aber jetzt können wir weiter spielen. Okay, so. Hi, Nick. Deine Mannschaft wartet am Quidditch-Feld auf dich. Ach, und Harry? Versuch doch dieses Jahr nicht vom Besen zu fahren, ja? Ohne Kapitän ist dein Team nicht viel wert. Danke, Nick. Sind das da drüben Wappen? Was? Okay, wenn ich renne, dann rennt, also fliegt. Liegt auch schneller, das ist gut. Ich kann auch mal zaubern, obwohl ich nicht mehr hingucke. Möchtest du nicht anhalten und dieses Wappen holen, Harry? Nein. Meine Entscheidung. Lumos! Wir haben wieder eins, sehr gut. Irgendwann kann ich leider darüber nicht mehr sammeln, das haben sie ja. Damit man nicht die ganze Zeit, also nicht alle Wappen dadurch hinbekommt. Und darüber. Das ist schon okay. Sie lauschen, beobachten und schmieden Pläne. Diese Quidditch-Spieler, alle so laut und grob. Oh, tut mir leid. Ich werde meine Mannschaftsmitglieder bitten, leise zu sein, wenn sie an ihnen vorbeigehen. Du bist einer von ihnen und auch noch ein Kapitän. Dann kannst du ja auch meine Abkürzung benutzen. Alle Kapitäne tun das. Das Passwort lautet gekochte Käfer. Danke. Warst du jetzt mal irgendwie so ein Feuer-Wurm-Kriecher? Ich erinnere mich, das ist mal Zeit. Okay. Komm, Harry, machen wir Slytherin platt. Was ist denn mit dem los? Er ist glücklich. Also gut, es wird Zeit für das letzte Training vor dem Spiel. Ich habe mir ein paar Übungen ausgedacht, damit wir auf den Gegner vorbereitet sind. Schnappt euch eure Besen und los geht's! Training? Es gibt Aufwärmtraining? Nicht gleiches Spiel? Wie? Da eins noch? Okay, warte mal ganz kurz. Gamekarte. Mehr Training ist, ich glaube, fliege wieder durch Ringe. Also. Schnaps zu fangen. Ja. Das ist ein richtiges Spiel.
Ist das ein schlimmer Gang? Gut gemacht! Vorsicht! Okay. Die Strecke ist schon interessanter. Da ein bisschen mehr. Also, ganz schnell. Soll ich die gerade nicht bewegen? Das ist so frischer. Yeah.
Besen auf. Das hättest du nicht tun dürfen, Harry. Felix Felicis ist eine verbotene Substanz bei Wettbewerbsveranstaltungen. Ach, und du hast McLaggen nicht rein zufällig bei den Testspielen mit dem Verwirrungszauber verhext, was? Keine Sorge, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Oh, und Ron hat nur gedacht, ich hätte ihm den Trank gegeben. Sieht so aus, als wäre er seines eigenen Glückes Schmied. Clever gemacht. Oh. Oh, Hermine. Ach, Mann. Tja, dann braucht er mich wohl nicht mehr, um ihn mit zu Slughorns Weihnachtsparty zu nehmen. Und du solltest dich besser auch mal entscheiden. Wie fühlt es sich an, wenn du Ginny zusammen mit Dean siehst? Guck nichts, ich weiß längst Bescheid, was du für sie empfindest. Hermine, ich bin mir sicher, dass Ron absolut, ich meine vollkommen, verstehen wird. Oh, mach dir um Ron keine Sorgen. Er ist seines Glückes eigener Schmied. wenn Frauen einmal getränkt sind. Sehr schön. Wir hatten davor uns das Twitter, oder? Spontan, wenn man absolut zumindest. Ich kann nichts dafür, wenn Hermine was in den falschen Hals bekommen hat. Was ich und Lavender haben, naja, das ist einfach Chemie. Wir können es nicht aufhalten. Liebes ich nehme an, oder? Du gehst auch auf Slughorns Party? Ja, und ich muss auch los. Luna wartet unten beim Bootshaus. Luna? Du hättest jedes Mädchen der Schule haben können und nimmst Luna Lovegood? Ja? One-One! Huhu! One-One. Viel Spaß. One-One. Kriegt die Krise. Okay, Leute, ich würde sagen, ich pause erstmal und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Teil 6. Der Halbprinz. Ciao, ciao.